In Sachsen fühlt sich CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer als Sieger. Er konnte die AfD auf Abstand halten. In Brandenburg ein ähnliches Bild. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke kann weiter regieren. In der CDU-Bundeszentrale ist man allerdings ernüchtert. Heute haben wir gemischte Gefühle, wenn wir auf die Ergebnisse schauen, die uns jetzt vorliegen. Wir empfinden Freude, aber wir empfinden auch Enttäuschung. In Sachsen ist die SPD pulverisiert, in Brandenburg nur noch der Einäugige unter den Blinden. Im leeren Willy-Brandt-Haus klingt es bei der provisorischen Parteiführung wie Schwamm drüber. Gleichzeitig ist es schmerzlich, Verluste eingefahren zu haben, aber angesichts der schwierigen Ausgangslage ist das ein Erfolg. Jubel bei der AfD. Sie kommt groß raus mit Kandidaten, die viele in einem rechtsradikalen Umfeld verorten. Die Vorsitzende versucht, der Partei am Wahlabend einen neuen Anstrich zu geben. Und die CDU muss sich jetzt in der Tat fragen, bei 60% der Wähler, die konservativ gewählt haben, ob er nicht doch mit uns sprechen möchte. Die selbsternannte Stimme des Ostens, die Linke, ist kräftig gerupft. Sie gibt den anderen Parteien die Verantwortung für das Erstarken der AfD. Das haben in erster Linie die zu verantworten, die den Osten als Experimentierfeld für marktradikale Politikkonzepte genutzt haben. Lange Gesichter bei den Liberalen. Sie nehmen es aber sportlich, versagt in beiden Ländern auf ein neues. Wir sind nicht bis in die Parlamente gekommen. Der Anlauf zurück in die Parlamente in Potsdam und Dresden ist ganz offensichtlich länger. Fazit: Jubeln kann nur die AfD. Doch politisch steht sie weiter im Abseits.